Am 25.09.98 war ich Backstage bei der Aufzeichnung der 1000. Arabella-Sendung in München und habe verschiedene Promis getroffen. Hier flieht Moderator Andreas Türk gerade vor mir. Hier knutschen Mola Adebisi und seine damalige Viva-Kollegin Alexandra Bechtel. Nadine Krüger habe ich auch getroffen. Genauso wie Sonja Zietlow. Aber wie kam es überhaupt dazu? Wie ihr wisst, war ich ja bereits zweimal in der Talkshow von Arabella Kiesbauer zu Gast. Einmal 95 zum Thema Mit 17 hat man noch Träume. Und dann noch einmal später Anfang 98 zum Thema Ich habe einen Sprachfehler. Damals hatte ich ja einige gute Kontakte zur Arabella-Redaktion und als Nickelodeon damals zugemacht wurde und ich auf der Suche nach einem neuen Job war, habe ich mich kurzerhand sozusagen eingegichtelt bei diesem Event. Denn ich wollte eine Neuauflage meiner VHS-Home-TV-Sendung Extrem Schizophren drehen. Diese Neuauflage ist allerdings nie fertiggestellt worden, denn bekanntermaßen kam ja mein Job bei einem großen Kölner Kindersender dazwischen. Es wurden nicht nur echte Promis eingeladen, sondern auch Doppelgänger, wie hier von Leonardo DiCaprio. Oder von Opernsänger Pavarotti. Ein Michael Jackson-Double hat sich sogar auch noch blicken lassen. Tja, und dann war es aber höchste Zeit für ein paar richtige Stars. Und das waren in den 90ern The Boys, die Boygroup um Adel Tawil. Tja, und da ist er, Adel Tawil, in jungen Jahren. Es war natürlich alles gestellt und ein paar Arabella-Redakteure mussten kurzerhand als Fotografen herhalten. Gespannt wartete das gekaufte Publikum, wer wohl als nächstes eintreffen würde. Es war Moderatorin Sonja Zietlow, gefolgt von Alexandra Bechtel, damals bei Viva. Und Nadine Krüger, die war übrigens damals auch bei Viva. Tja, und dann war es natürlich Zeit für die Hauptperson des heutigen Tages, Moderatorin Arabella Kiesbauer, die bereits seit 1994 ihre eigene Talkshow auf Pro7 innehatte. Insgesamt lief ihre Talkshow 10 Jahre lang, also von 1994 bis zum Jahr 2004. Ich lungerte Backstage herum und schaute, dass ich so viele spontane Interviews wie möglich abgriff und natürlich zeige ich euch die jetzt direkt. Los geht's mit einem ziemlich kurz angebundenen Andreas Türk. Schnell. Andreas Türk, schnell, sagt er. Das war mir zu laut. Nee. Andreas Türk, nein, Andreas, du, ich habe gehört, du willst keine Interviews geben. Nein, nie. Bin ein ganz arroganter Kerl. Du bist ein Verfluchter. Das war Andreas Türk, wie wir ihn kennen und lieben, als arrogantes Arschloch. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wie guckt jetzt, wie heißt die Sendung? Extrem Schizophren. Wie heißt du? Ich bin die Alex. Und ich bin der Mola Adebisi. Wir sind beide von Viva und wir lieben uns. Nadine Krüger, ja, von Viva, es ist unglaublich, sie war, weißt du noch, woher wir uns kennen, Nadine? Vom Casting und er hat versagt, ja. Ich war beim Viva-Casting, aber jetzt bin ich... rausgegangen, hast gesagt, dein Casting war total scheiße. War es ja auch, weil ich habe das extra scheiße gemacht, ich habe gesagt, ich will nicht kommen, aber sie haben mich gezwungen, habe ich das extra so scheiße gemacht. Viel und du bist immer noch so hektisch, also bring mehr Ruhe in die Moderation. Nein, ich will nicht mehr Ruhe reinbringen. Augenblick, dass du ein Mikrofon in der Hand hältst, du hast Zuschauer, die zugucken, also einfach entspannen und du siehst... Ja, du hast andere Zuschauer als ich, weil ich habe nur bekloppte Zuschauer und du? Wie bitte, was hast du gesagt? Entschuldigung, ich habe dir nicht zugehört. Nein, fang mal ein neues Thema, der Mola da hinten, halt die. Hä? Statement, okay, jetzt was denn genau? Statement, ja, du rennst ja auch mit Mikro in der Hand bei Viva rum und so und was hättest du denn gemacht, wenn das mit dem Casting nicht geklappt hätte? Tschüss, Betty. Dann hätte ich Mola geheilt. Mach's gut, Mola. Nein, 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 du nimmst mir sie nicht weg, beantworte mir meine Frage. Du kriegst keine Frauen. Ich hätte mit dir zusammen dann moderiert wahrscheinlich. Ne, Penny? Ja, diese Sendung. Diese Sendung, genau diese. Nadine Krüger war das hier, die... Ja, Nadine Krüger war bis heute... 8 Uhr war das, Nadine, gell, bei mir im Hotelzimmer. Ich hab Zimmer 20. Naja, okay. Das war also Nadine Krüger, Mola Adebisi, Alex Bechtel und überhaupt, was weiß ich, wer das noch alles war. Und tschüss.
Hi, und ich bin Sonja Zietlow von Sonja 13 Uhr Sat 1 und ihr guckt extrem schizophren mit Paddy, was sonst? Auf geht's. So, wir sind hier irgendwo und hier steht auch Sonja Zietlow. Hier stehst du, das ist ja unglaublich, ich treffe dich hier. Hi Sonja. Hey, hi, grüß dich. Na, du hast ja so eine Talkshow, gell? So eine, genau, eine von den vielen. Ja. Wie unterscheidest du denn deine Talkshow zu den 1,34789 Millionen anderen? Es gibt ja gar nicht so viele. Es gibt nur 11 Stück und unser Ziel war ja auch nicht unbedingt, uns zu unterscheiden, sondern noch eine Auswahl zu machen. Und ich unterscheide mich dadurch, dass ich einfach Sonja bin und die anderen anders heißen. Wir haben ja eines gemeinsam und zwar, du hast ja früher Bim Bambino gemacht. Du warst beim Kinderfernsehen früher, ich war früher bei Nickelodeon und so. Vielleicht habe ich ja auch bald eine eigene Talkshow. Mach mir keine Angst. Nö, kann ja sein. Das wäre ja unglaublich. Und hier steht auch noch jemand. Dankeschön, so lange, so weit immer schon mal. Überall dieser junge Mann. Ja, wir treffen uns immer wieder, gell? Egal, wo ich bin, da ist er auch. Unkraut vergeben. Alex, Mensch, das ist ja unglaublich. Ja, Mensch, ja. Nachdem bitte Lächeln abgeschossen wurde, ja, so Peng. Guck, das läuft jeden Tag fein und fleißig um 15.40 Uhr bei RTL. Ja, und fein und fleißig kommen auch immer die Schriftzüge unten. Ja, bitte keine Videos mehr einsenden. Du hast aber geguckt. Ja, nein, das Studio in Hamburg wird renoviert, hat man mir gesagt. Das ist richtig. Ja, Mensch, wieso haben sie das abgeschossen? Was soll denn der Scheiß? Na, das musst du ja da andere Leute fragen, nicht mich. Das sind so Leute, die in München sitzen, in einem großen Büro mit vielen Pflanzen auf dem Tisch, die dann sagen, okay, das schmeißen wir aus dem Programm, das ist nicht mehr schön. Ja, und du konzentrierst dich jetzt weiter auf Viva oder wo drauf? Ich habe ab Oktober eine neue Reihe bei RTL. Eine neue Reihe. Welche ist das? Die zweite, dritte, vierte? 21. Oktober, sonntags morgens um 11.05 Uhr moderiere ich eine Sendung, die nennt sich da Blue Box. Und zwar erkläre ich dort Kindern auf eine medienpädagogische Art und Weise, wie Fernsehen funktioniert. Solltest du dir auch einmal angucken. Wie Fernsehen funktioniert? Das heißt so eine Art Sendung mit der Alex. Ja, Alex, ganz genau. Wir gehen zum Beispiel, wir waren mit Peter Klöppel einen ganzen Tag in der Redaktion von RTL aktuell unterwegs. Er hat mir erzählt, wie Nachrichten gemacht werden. Ich war auf dem Stand von Alarm für Cobra 11, hab geguckt, wie ein Stunt funktioniert, hab geguckt, wie eine Schlägerei choreografiert wird, wie Wunden geschminkt werden und so weiter und so fort. Du Alex, ich finde das ja total toll. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Vielen Dank für das Interview. Hier rennen ja so viele Prominente. Wir sehen uns eh bald wieder. Mach Radio, Jung. Hier rennen so viele Prominente rum. Wir können einfach mal hier reingehen, ja? Ich weiß zwar nicht, ob man das so gerne sieht. Und hier rennen, ach, viele wichtige Leute. Ah, oh, Mola ist auch hier. Das ist ja unglaublich. Mola und seine Viva-Kollegen. Kollegin, ja, da bin ich schon wieder, jetzt sehen wir uns schon wieder. Mola, wie versteht ihr euch denn? Ich meine, Viva, ihr arbeitet ja alle zwei beim gleichen Sender und da könnte man ja meinen, dass ihr, ja, so viel zu dieser Frage, ich glaube, sie hat das beantwortet, es ist echt unglaublich, ja. Naja, nein, aber gibt es da. konstatiert. hat er jetzt nicht gerechnet. So. Ja. Nein, damit hat er mich jetzt echt überrumpelt quasi. Nein, wie sieht es denn aus? Ist sowas wie Konkurrenz bei euch oder war es am Anfang, bevor ihr diese sexuelle Beziehungen entwickelt habt, also war das sowas wie Konkurrenzdenken? Wir haben schon sehr früh mit dem Sex angefangen, Alex und ich, in frühen Jahren im Kindergarten, in 3 Jahren haben wir schon gemacht und davor war schon eine gewisse Konkurrenz zu spüren. Aber richtig gut ist es erst... Sie war 3 und du warst ungefähr 20 bestimmt, oder? Nee. Nein. Er ist älter. Ach nee, Frau ist das, ja. Ich habe das verwechselt, das manchmal. Ich bin immer ganz konfus in der Hinsicht, ne? So, ja. Weil du normalerweise auf Männer stehst und jetzt plötzlich eine Frau hast, ist das... Mal das Mikrofon, wir nehmen mal hier das Ruder. Pass mal auf, wie ist das mit dir mit dem Sex? Hast du schon mal Sex gehabt? Du, ich mache ja sowas gar nicht. Er hat noch keinen Sex gehabt, Leute. Wenn ihr also unbedingt mit ihm Sex haben wollt, dann schreibt bitte sofort an folgende Adresse, die jetzt gerade eingeblendet wird. Er wird sich sicherlich bereit erklären, euch die ein oder andere Hammernacht zu verschaffen. Nicht wahr, Mola? Kann ich mir vorstellen, doch. Ne? Und er sagt keine Effekte, nur Effekte, also ist alles echt hier, keine visuellen und keine... Jetzt ist das Ruder irgendwie aus seiner Hand genommen und das irritiert ihn natürlich ungemein. Die Kamera ist auch... Nein. Ja, du musst mal Unterricht schon nehmen, so, jetzt, Coach werden, ja, damit genau. Du weißt, das ist, damit du dir von niemandem das Ruder aus der Hand nehmen. Das habe ich dir aber auch schon beim letzten Mal gesagt. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Party und viel Spaß beim Sex nachher. Mola und ich haben jetzt auch was ganz Wichtiges zu tun. Wir bedanken uns doch ins Kloster. Fürs Zuschauen und wünschen dir viel Spaß im Kloster. Ja, ich gehe doch ins Kloster. Tschüss. Sex ist scheiße, ja? Ich gehe ins Kloster, macht's gut. Ja.